Eine neue Ära bricht im Star Wars Universum an. Mit The High Republic sind seit einiger Zeit ein paar neue Werke auf dem Markt, welche nun offiziell zum Kanon gehören. Und auch wenn ich weiß, dass einige von euch momentan noch gar nichts damit anfangen können, und nachdem ich den Erwachsenenroman jetzt durchhabe, muss ich sagen, leider, denn der ist wesentlich besser als viele von euch von einigen Rage-Videos wahrscheinlich zu glauben vermögen, möchte ich euch in den nächsten Tagen diese Ära ein wenig näher bringen. Anfangen wollen wir mit den Nihil. Stellt euch vor, ihr seid im Weltraum und werdet überfallen. Doch anstatt zerschossen oder geentert zu werden, werdet ihr Stück für Stück bei lebendigem Leib auseinandergerissen. Langsam entweicht die Luft aus allen Korridoren und letzten Endes werdet ihr in die leere Kälte des Weltraums gezogen. Und so skrupellos und kaltherzig sie schon auf den ersten Blick erscheinen, die Wahrheit ist noch viel verstörender. Jetzt im Video. Und damit auch hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video auf Star Wars Buddy. Heute soll es um das erste spezifische Video zur High Republic-Ära gehen. Ein allgemeines Video habe ich dazu auch schon gemacht, wenn ihr das abchecken möchtet, oben einmal in der Infobox verlinkt, da geht es so um die generelle Handlung. Heute wollen wir etwas spezifischer auf einen ganz bestimmten Teil gucken, es geht nämlich um die Antagonisten der Jedi, das heißt die Gegenspieler. Und die haben es in sich. Am Anfang haben sie für mich so ein bisschen, ja, ideenlos und langweilig gewirkt. Was brauche ich denn für eine zusätzliche Piratenbande? Aber umso mehr ich in das Buch, den Erwachsenenroman The Light of the Jedi eingetaucht bin, umso mehr musste ich sagen, verdammt nochmal, die sind doch teilweise echt angsteinflößend. Besonders mit der Background-Story. Mehr dazu mit minimalen Spoilern jetzt im Video. Bevor wir ins Eingemachte gehen, hier eine kleine Warnung. Es wird hier leichte Spoiler geben, wenn auch nicht große. Das heißt, selbst wenn ihr dieses Video schaut, werdet ihr ein, zwei Sachen aus dem Buch mitbekommen, welche aber nicht für das Ende oder den Plottwist der Story relevant sind. Dementsprechend, wir starten rein. Die Nihil. Die Nihil zuerst einmal sind keine eigene Spezies. Die Nihil sind ein Zusammenschluss, eine Gruppe von verschiedenen Rassen, welche es satt haben, nach den Regeln der Hohen Republik zu spielen. Dabei waren die Nihil lange Zeit nur eine weitere Gruppe kleinerer Räuber im Outer Rim, bis durch Marshon Ros Vater, zu dem ich später noch komme, die Möglichkeiten sich ergaben, etwas Größeres, etwas Gefährlicheres zu werden. Und vor allen Dingen für die Leser auch etwas viel, viel Spannenderes. Die Nihil an sich sind aufgebaut nach der Regel der Drei. Es gibt drei große Anführer, quasi Anführer gewisser Häuser. Diese Anführer nennt man Tempest Runner. Das ist zum einen Kazaf. Er ist ein Weakway-Mann, der besonders dafür bekannt ist, dass er wild, chaotisch, energisch, stark und entschlossen immer nach vorne handelt. Als zweites haben wir Pan Aether, ein Dovutin-Mann. Dieser ist vor allen Dingen berechnend und taktisch. Und Lorna Dee als dritte, eine grüne Twi'lek-Frau, die dafür bekannt ist, dass sie ruhig, hinterlistig und vor allen Dingen gerissen agiert. Du weißt nie, was sie und ihre Gruppe möchte, bis sie ihren Gegnern ein Messer in den Rücken rammt. Jeder dieser drei Anführer der Tempest Runner hat eigene Unterabteilungen, welche gleich aufgebaut sind, die souverän geteilt voneinander agieren, quasi wie verschiedene Häuser unter einem gemeinsamen Königreich. Darunter gibt es Storms, Clouds und Strikes. Die drei Storms, welche jeder Tempest Runner hat, befehligen die Clouds. Die Clouds haben jeweils eine Gruppe von Strikes unter sich. Wenn ein Strike genug Leute angeworben hat, steigt er zur Cloud auf. Storms hingegen gibt es jeweils immer nur drei unter den Tempest Runnern. Das heißt, sollte ein Storm einmal in einer Schlacht fallen, dann wird ein Cloud sich nach oben kämpfen dürfen. Bei Entscheidungen muss sich jeder Rang den Regeln der drei unterwerfen. Die Mehrheit entscheidet, also fast schon demokratisch. Deswegen gibt es aber auch kaum Meucheleien aus den unteren Reihen. Versucht man den Tempest Runner oder einen oberen Rang alleine zu stürzen, so werden alle Leute auf gleichen Rang versuchen, diese Position mit dir einzunehmen. Und versuchen sie es gemeinsam, so können sie nicht alle aufsteigen, denn nur eine Position wird frei, wo drei Leute hinwollen. Ganz oben in den Reihen mit den Tempest Runnern mischt auch noch das sogenannte Auge der Nihil mit. Während der Bücher ist dies Marchon Ro, auch davor noch beschrieben war das sein Vater, welcher noch eine ganz eigene Geschichte hat, welche aber in ein ganz eigenes Video passen würde. Nur so viel. Marchon Ro hat ganz eigene Ziele und ist unersetzlich für den Erfolg der Nihil. Er ist zwar kein Anführer, also er kann nicht über Clouds, Strikes und Storms verfügen, aber seine Stimme zählt in den Abstimmungen der oberen vier, also er und die drei Tempest Runner, doppelt. Also keinerlei direkte Befehlsgewalt, aber ohne ihn und sein Geheimnis wären die Nihil
nichts. Das heißt, besonders die Tempest Runner haben schon öfters darüber nachgedacht, Marchion Ro von seinem Thron zu stürzen, können dies aber nicht, weil sein Geheimnis unglaublich wichtig ist. Und zu dem kommen wir jetzt, denn was macht die Nihil eigentlich so gefährlich? Da kommen wir auch zu einer alternativen Kampftaktik, welche so einzigartig ist und im Star Wars Universum bisher auch noch nicht gesehen. Sie verfügen nämlich über die einzigartige Möglichkeit, aus dem Hyperraum wie aus dem Nichts aufzutauchen. Nicht an den bekannten Hyperraumrouten und wo die senden, sondern an Punkten, die kein anderer außer ihnen kennt. Sie bewegen sich durch Wege im Hyperraum, welche sie immer wieder dank Marchion Ro erfahren können und sind so schneller und agiler als jeder ihrer Gegenspieler, inklusive der Jedi. Außerdem sind die Taktiken der Nihil ziemlich grausam. Sie sind zwar Plünderer, aber sie interessiert das Leben ihrer Opfer nicht. Sie hantieren mit chemischen und grausamen biologischen Waffeln ziemlich skrupellos, welche im Erwachsenenroman der High Republic fast schon ein wenig zu genau und realistisch beschrieben werden. Bei Überfällen im All setzen sie ihre Feinde mit Ionenkanonen außer Gefecht. Und danach zerreißen sie mit starken und stabilen Enterhaken, die aus ihren Raumschiffen kommen, andere Beuteraumschiffe in einzelne Teile, während die Crew an Bord dieser Raumschiffe in die Leere des Alls gezogen wird. Die Nihil agieren dabei im Outer Rim und sind für ihr gnadenloses Auftreten bekannt. Wenn man sie kommen sieht, dann meistens in einer Art elektrischen Wolke, welche sie hinter ihren Schiffen erscheinen lassen. Neben den drei Hauptschiffen der Tempest Runner gibt es auch zahlreiche kleinere Schiffe der Storms, Clouds als natürlich auch Strikes, welche überall stachelartige Auswüchse haben und auf ihre wilden Wege im Hyperraum vorbereitet sind. Dabei waren die Nihil lange Zeit nur eine weitere Gruppe kleiner Räuber im Outer Rim, bis durch Marchion Ros Vater die Möglichkeiten durch die neuen Hyperraumrouten ermöglicht wurden. Mit Erfolg wuchsen die Nihil in eine größere Anzahl von ein paar tausend Mitgliedern. Die Versprechungen, die neuen Mitgliedern gemacht wurden, sprechen von Freiheit, der Erfüllung im Ausleben der eigenen Wünsche gegen die Regeln der Republik und ohne jemanden wie der Republik, der dir vorschreibt, was getan werden muss. Auch wenn das eigentlich Wunschdenken ist, wie Kessef, einer der großen Tempest Runner, festhält. Auch wenn es zügellos und brutaler zugeht, hörst du am Ende nicht auf denjenigen, der vor dir in der Hackordnung steht, geschieht es schnell, dass du mit einem gezogenen Blaster am Kopf aufwachst. Versagen in einer Schlacht wird nicht toleriert. So lassen die Tempest Runner ihre eigene Crew in die Tiefen des Raumes verschwinden, wenn diese bei einer Mission versagen. Erfolge werden dahingehend aber auch Ecstasies mit großen Partys gefeiert. Ähnlich wie wir es ungefähr von Wikingerfilmen sehen. Alkohol, Musik und Drogen. Die Nihil sind eine Ansammlung von skrupellosen und grausamen Individuen, die für Schrecken und Angst im Outer Rim sorgen. Besonders in Anbetracht der großen Katastrophe, wo sie dank Marchion Ro nicht ganz unschuldig dran sind, machen sie ihrem Namen und ihrem Ruf alle Ehre. Insgesamt haben mich die Nihil ins Positive überrascht. Die Story des Erwachsenenromans haben mich, obwohl da einige negative Kritik ist, wirklich, wirklich überzeugt. Sie ist spannend und gut gemacht. Die Nihil sind hier wirklich gut eingearbeitet und ergänzen das Ganze als würdiger Antagonist. Auch wenn sie ohne die Hilfe von Marchion Ro nie an diese Macht gekommen wären, macht ihre barbarische und brutale Art und Weise sie zu jemandem, der mit der Angst der Menschen im Outer Rim spielt. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch noch einmal sagen, der Erwachsenenroman von The High Republic ist wirklich gut. Macht euch aus diesen negativen Rezensionen von Leuten, die das Buch nicht mal gelesen haben oder nur irgendwelche Bilder gesehen haben oder irgendwelche News gelesen haben, bitte die High Republic nicht von Anfang an kaputt. Wenn ihr jetzt Interesse daran habt, ich habe euch die Amazon Affiliate Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr jetzt mehr über die High Republic und die Geschichte erfahren möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall hier vorbeischauen. Hier genauso, lohnt sich auf jeden Fall. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal mit der Glocke zu aktivieren. Denn dann werdet ihr über jedes neue Video, wie das hier zum Beispiel, informiert. Schreibt ihr mir in die Kommentare, was ihr von der High Republic haltet und ob ihr das Ganze schon gelesen habt. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy.